Hallo Leute, wenn ihr mich auf den Jungfernflug mit diesem kleinen Schätzchen hier, der DJI Mavic Mini, begleiten wollt, out of the box, ohne vorher geflogen gewesen zu sein, dann bleibt dran, schaut euch den Vlog an, es lohnt sich. Ich hatte mit der einen oder anderen Schwierigkeit zu kämpfen, technischen, die nicht unbedingt mit der Mavic zu tun hatte, aber wenn ihr das sehen wollt und am Ende des Videos gibt es noch einen richtig schönen, epischen Drohnen-Footage-Clip mit Musik, dann bleibt dran, schaut euch den Vlog an nach dem Intro. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ihr seht, es ist ein bisschen frisch hier draußen, aber das Wetter ist einigermaßen okay. Ich bin hier oben auf dem Senser Berg und ihr seht da schon, da ist so ein Drohnenlande- und Startpad hingelegt. Und was heißt das? Jo, der Frankie hat seine DJI Mavic Mini bekommen. Und ich habe eigentlich nur heute jetzt noch 2-3 Stunden Zeit, bei dem Wetter das Wetter auszunutzen und die mal ein bisschen zu testen, weil danach muss ich Freitag, Samstag, Sonntag, Montag an einem Stück arbeiten, jeweils teilweise 12 Stunden Schichten und ich habe echt null Chance, Wetter ist auch schlecht gemeldet für das Wochenende, das Ding auszutesten. Deswegen nehme ich euch mit auf den ersten Flug und pass mal auf, ihr sagt, wo ist die Drohne? Ja, ich habe keinen Rucksack, ich habe nichts dabei und genau das das finde ich so faszinierend an dem Teil. Wenn ich jetzt mal hier in die Tasche greife, so, zack, da ist er. Ist ja wohl der Hammer, oder? Also wirklich sensationell. Und wenn ich in die andere Tasche greife, schwupps, da ist der Controller. Also das nenne ich mal am Ende des Tages, nenne ich das mal ein kompaktes Design. Und ob mich das zufriedenstellen kann, das werden wir sehen. Heute wird ein erster Flug stattfinden. Ich bin noch nicht mit dem Ding geflogen, ich habe es gerade mal abgedatet. Und ihr seid jetzt grundsätzlich voll live dabei, wie ich das Ding zum ersten Mal in Betrieb nehme. Und ich zeige euch mal die Außenmaße. Die sind wirklich hier eine Handfläche. Die sind minimal. Da ist sogar hier beschrieben drauf, in welcher Reihenfolge man die Dinger ausklappen kann oder soll. So, machen wir mal. Und so sieht das Teil dann aus, in seiner ganzen ausgeklappten Größe. Der Gimbalschutz muss noch ab. Ja, hier ist noch so ein Gimbalschutz dran, den packen wir auch mal ganz vorsichtig ab. Und wenn ich mir so die Kamera angucke, sieht das doch sehr stark nach DJI Osmo Pocket aus, den ich übrigens auch in der Tasche habe. Den probieren wir mal nachher vielleicht noch ein paar Flugsequenzen aufzunehmen. Ich werde jetzt das Teil erstmal hier hinstellen auf das Ladepad und dann mal kurz die Fernbedienung in Betrieb nehmen. Ich hoffe mit dem Ton, das klappt so. Ich habe das dieses Wireless dabei. So, jetzt holen wir mal die Fernbedienung raus. Wie gesagt, ich bin noch nie mit DJI geflogen. Packe jetzt mal mein iPhone hier rein. Ich habe das natürlich schon ausprobiert, ob es reinpasst. Das iPhone passt im Grunde genommen mit dem zumindest Original-Case von Apple rein. Ich habe das iPhone auf Flugmodus gestellt und tue das jetzt mal hiermit verbinden. So. So wird das dann hier verbunden und dann so einfach hier mehr oder weniger reingeklemmt. Und dann machen wir mal die DJI Fly App auf. So, da sind wir. Dann mache ich erstmal die Drohne an. Und zwar hier unten auf der Unterseite einmal kurz, einmal lang drücken. So, dann leuchten also 4 Dioden auf, dann gibt es einen kurzen Piepton und dann ist das Teil auch schon am Start. Ups, so. Und dann machen wir noch den Controller an, der geht übrigens hier oben rechts. Also das wird auch einfach einmal kurz, einmal lang. Controller ist an, ist am Start und ist an. Das hat das Ding gefunden, yeah. Gut, ich stelle mich jetzt mal hier so ein bisschen so seitlich hin, dann könnt ihr auch so, jetzt sagt er gerade, dass
der GPS-Punkt getrackt ist. Wir haben 98% Batterie. Ich habe mir hier so ein Kreuz in die Mitte gelegt, also so eine Kreuz in die Mitte gelegt. Und dann würde ich auch einfach sagen, wir starten mal hier einfach per Touch und hauen das Ding mal in die Luft. Da müssen wir länger drauf drücken. Und zack. Ich habe das mal auf 2,7 km eingestellt, hoffe ich doch. Jetzt fliegen wir gerade gegen die Sonne. Das ist natürlich, so, ist natürlich nicht so gut. Ich sage mal, gehen wir mal hoch und dann drehen wir. So, warte mal. Fliegen wir mal ein bisschen höher, dass wir uns so. Oder hier. Tun wir erstmal hier. So. Wenn wir vor die Kamera fliegen hier. So von der Lautstärke ist die auch nicht wesentlich. Strese mal. Von der Lautstärke ist er auch nicht wesentlich lauter wie die Anafi, würde ich sagen. Steht echt stabil in der Luft, muss ich sagen. Fast stabiler wie die Anafi. Aber das habe ich ja schon ein paar Reviews, habe ich das gehört. Und wir fliegen doch einfach jetzt mal. Wir drehen uns mal und fliegen mal rückwärts. Mal den Gimbal ein bisschen, oder wir fliegen mal ein bisschen höher. Wie kann ich den Gimbal, da kann ich den Gimbal nach unten stellen, so. Und fliegen dann einfach mal ein bisschen nach hinten, als nach hinten, oben weg. Und gucken mal, wie das mit der Verbindung aussieht. Jetzt ist natürlich auch gerade voll die Sonne am Ballern. Jetzt habe ich schon, so bin ich 37 Meter weg und habe schon Signalstörungen. Ja, das kann natürlich, das kann natürlich an dem Videomic hier liegen. So Leute, es sieht so aus, als ob dieses Wireless Mic die Mavic ein bisschen stört, und deshalb mache ich jetzt mal dieses Rode Mikrofon drauf. Also, ich habe eben nicht auf Aufnahme gedrückt, deswegen fangen wir den ganzen Kram jetzt noch mal von vorne an, und zwar ohne das Wireless Go, und drücken wir auf Aufnahme, dann nimmt er endlich auf und fliegen jetzt mal nach hinten hinter meine Kamera. So, da sind wir jetzt. Machen den Gimbal mal nach unten. So. Und versuchen jetzt mal, so weit wie möglich zurück, weit wie möglich hoch und zurück zu fliegen. Warte mal, Moment. Erstmal machen wir mal die Exposure. Und dann locken wir die. Zack. So, und dann fliegen wir mal. Dann fliegen wir mal los. So. So, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, jetzt sind zum Beispiel schon mal keine Störungen da. Und ich lasse euch einfach jetzt mal mit den Aufnahmen ein bisschen allein, um euch mal ein bisschen aufs Fliegen zu konzentrieren. Und da gibt es nachher ein Fazit von mir. Wir sind jetzt 160 Meter weg. Und ich fliege mal weiter hoch. 65 Meter hoch, 200 Meter weg. So, jetzt gibt es keine Störungen. Also mit einem Wireless Mic auf 2,4 GHz ist das verhältnismäßig ungünstig, dann hier so einen Test durchzuführen. Ich werde dann wohl mal demnächst, werde ich dann mal mit Kabel dann arbeiten müssen, denke ich mal. Ja, jetzt sind wir schon, ja, keine stabile Verbindung, 400 Meter. Also da sind wir schon, den kann ich schon kaum mehr sehen, da hinten die Drohne. So, die ist jetzt genau über mir. Mein Gimbal nach unten vielleicht. Ja. Da sind wir gerade. Mal eine Runde fliegen. Oh, das geht ja schnell. Alter, die geht aber ganz schön ab.
Jetzt sind wir im P-Modus. Vielleicht mache ich das mal im Cinema-Modus. Hier oben kann man einfach Sportmodus, Cinema-Modus. Und dann gehen wir mal. Dann müsste ich eigentlich ziemlich smooth fliegen. Ist er unterwegs. Man muss dazu sagen, dass wir doch schon ein bisschen an Wind haben. Also die Windgeschwindigkeit ist recht hoch. Gehen wir wieder in Position Mode. Dann geht es hier ein bisschen schneller unterwegs. Gucken, wie weit wir kommen, bis wir Verbindungsabbruch haben. Ich würde mal sagen, ja. Ich kann sie kaum noch sehen, da oben in den Wolken. Also, die fliegt jetzt schon mal ähnlich weit wie die Anafi, vielleicht sogar weiter, würde ich sagen. Probieren wir auch mal die Return to Home Funktion aus. Rückkehr. Also so, jetzt habe ich die Flugkehr. Jetzt gucken wir mal, wie genau das Teil dann hier landet. Ja, dann gucken wir mal. Ich werde mal wieder das Mikrofon umtauschen, so mal wieder in die andere Richtung packen. Das ist natürlich echt blöd, dass das mit dem Funktelefon nicht funktioniert. So Leute, da bin ich wieder vor der Kamera. Ja, piept natürlich ein bisschen nervig. Warnung vor hohem Wind, ja, okay, nehmen wir mal hin. Unser ist aber auf dem Weg zurück. Und ich denke mal, so, das sieht echt ganz gut aus, muss man sagen. Dann probiere ich jetzt gleich mal diese Dronies, aus, wie die funktionieren. Also da gibt es ja so 3 oder 4 feste Flugteile da. Aber jetzt gucken wir erstmal und lassen das Ding mal landen, falls man so eine Return to Home Sache mal hat. Und irgendwo höre ich die Drohne kommen. Wo ist sie? Wo ist er denn? Ah, da oben kommt sie. Oh, ich könnte mal den Osmo Pocket auspacken und die mal beim Landen gerade filmen. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich würde sagen, sie ist fast auf dem Landepad wieder gelandet, kurz daneben, was aber jetzt kein großes Problem darstellt. Ich packe jetzt mal den Osmo Pocket wieder weg. So, wir werden jetzt mal die Dronies ausprobieren. Erstmal wieder auf Aufnahme schalten. Und dann gehen wir in den... dann starten wir mal wieder. So. Also, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir fliegen mal wieder in die andere Richtung. So, kann man hier vorbei. Warte mal, flieg mal schön hier vorbei. So, da sind wir jetzt. Dann drehen wir uns mal ein wenig. Ein bisschen sehen, dass ich das Mikrofon aus dem Dingens habe. So, drehen wir uns ein wenig.
holen uns mal ins Bild rein, neigen ein bisschen den Gimbal, wir fliegen ein bisschen höher, so. Und da muss ich mich erst noch dran gewöhnen, so. Quickshot, ich habe sie gefunden, also ich muss erst die Aufnahme beenden, dann gehe ich auf Quickshot, okay. Dann machen wir jetzt erstmal einen Droni und dann gehen wir auf, machen wir mal einen 35 Meter, einen 40 Meter Droni. Start. Tippen Sie auf Plus. So, Start. Tippen Sie auf Plus, einen Kasten um das Ziel. So. So, jetzt haben wir einen Kasten und dann starten wir. So, jetzt müsst ihr eigentlich nach hinten 40 Meter hoch wegfliegen. So, das ist der Droni. Kommt ihr dann auch wieder zurück? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Also mir wäre es eigentlich echt lieber, wenn ich hier so ein Mikrofon hätte zum Labern. Ne? Quickstop abgeschlossen. Ja, und das geht jetzt zum Startpunkt zurück. Das ist ja schon mal gut. Ich will mal Kreisen ausprobieren. Dann muss ich jetzt hier wieder zack und dann Start drücken. Ja, muss ich erst ein bisschen dran gewöhnen, ne? Weißt du, hier ist Anafi gewöhnt und so mit der Steuerung. DJI ist mir überhaupt nicht bekannt. Jetzt kreist das Teil so schön um mich und die Kamera rum. Und ich kreise mal mit hier und wink mal der Drohne zu. Hallo, mein Liebling. Also. So, und dann probieren wir direkt den nächsten Droni aus. Und dann nehmen wir mal den Helix. Warnung bei niedrig. Was? Okay. Akkustand niedrig, das schaffen wir aber noch. Also den Helix machen wir noch. Und zwar ein 30 Meter Helix. So, Start. Zack. So. Machen wir den Helix noch, also ich habe jetzt eine Akkustandswarnung, den lassen wir jetzt noch gerade machen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Drohne auch selbstständig, wenn der Akku leer ist, einfach landet. Aber dieses Piepen hier, ne? Das Piepen nervt schon ein bisschen. Allerdings macht der gerade so einen wunderschönen Helix. Yeah. Ich habe jetzt die Belichtung immer gelockt von der Drohne und okay. Die Drohne kehrt zurück. Bestätigen. Zack. Dann lassen wir sie mal zurückkehren und lassen wir sie mal landen. Und dann kommt das ins Spiel, was ich vielleicht an dem Ding zu schätzen weiß. Ich werde das Ding an eine Powerbank packen und guck mal, wenn ich dann so eine Stunde das Ding an der Powerbank gemacht habe, wie viel Akku dann noch wieder drin ist. Also ich bin jetzt insgesamt geflogen über 20 Minuten oder sowas. Jetzt geht er natürlich erstmal hoch, weil ich die auf 50 Meter gestellt habe, bevor er dann wieder landet. Das habe ich jetzt gemacht, weil ich ganz, ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Bäumen gemacht habe. Deshalb habe ich die Return-to-Home-Höhe auf 50 Meter gesetzt, weil ich glaube, kein Baum ist höher hier bei uns in der Gegend. Und wir werden es immer noch piept und die Drohne jetzt gleich landet, würde ich sagen, wir hören es gleich zum kleinen Fazit dann wieder vor der Kamera. Ja, der erste Flug ist mehr oder weniger überstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so ein bisschen überfordert. Wie gesagt, aber nur ein bisschen. Also man kann da schon direkt mit anfangen zu fliegen. Wenn ich mich jetzt nicht auf Filmen, Bildschirmaufnahmen und sonst irgendwas konzentriert hätte, dann hätte ich natürlich auch ein paar bessere Aufnahmen machen können. Komm ruhig rein, ist kein Problem. Da hätte ich ein paar Aufnahmen machen können, aber wie gesagt, der Akku ist jetzt leer und deswegen müssen wir jetzt wieder nach Hause fahren. Hallo. So, im Hintergrund gehen gerade noch hier ein paar Ladies mit den Hunden spazieren. Und ja, es ist wirklich, ja, wenn man filmt automatisch und alles hier YouTube-mäßig dann noch macht und dann, ich hätte vielleicht so wirklich mal einen Flug vorher ohne alles machen sollen, aber ich wollte euch ja sozusagen die Erfahrung direkt out of the box mitteilen.
wenn euch das gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ich hoffe, dass ich jetzt noch zwei, drei Aufnahmen zusammenkriege, um noch wenigstens einen kleinen Clip zusammenzuballern. Ein Fazit kann ich überhaupt gar nicht ziehen. Das Ding lässt sich gut fliegen, das ist aber gar keine Frage. Es steht stabil in der Luft und ist auch, zumindest was den ersten Test angeht, ja, weit genug weg mit einer stabilen Verbindung. Also da muss man ganz klar sagen, da gibt es nichts zu meckern bis jetzt. Was mich alles ein bisschen überfordert hat, ist, dass ich die App halt noch nicht gekannt habe. Und wie gesagt, jetzt hat er 9% Akku. Jetzt werden wir das Ding mal an eine Powerbank ballern und dann gucken wir, wie schnell wir das Ding geladen kriegen. Vielleicht komme ich dann doch noch mal zu einem kleinen Flug. So Leute, jetzt bin ich mal hier unten zum Rhein gefahren. Ich habe jetzt hier noch, ja, ich habe jetzt die Mavic Mini an der Powerbank dran seit über eine Stunde und die scheint doch recht stabil zu laden. Ich drehe euch mal gerade rum. So, da könnt ihr mal sehen. So, da haben wir, habe ich so eine Tasche, das ist eigentlich so eine Art Kameratasche, da ist die Powerbank drin und die Mavic Mini und die Fernbedienung und da blinkt sie schon und das sieht doch schon, na, ist noch nicht ganz voll, aber nicht so schlecht, ne? Ich packe jetzt mal das Teil in meine rechte bzw. die Fernbedienung in die linke Tasche, dann gehe ich mal runter zum Rhein hier in Kaltenengers und flieg mal ein paar Meter. Mal gucken, was ich noch so rauskriege aus dem Akku dann. We'll be right back.
bin ich schon mal schön ein bisschen geflogen jetzt hier am Rhein. Immer so schön am Rhein vorbei, ganz so richtig drüber natürlich nicht, weil ist ja nicht erlaubt. Aber hier so am Rand und hier ein bisschen auf der Wiese und ja, ich komme langsam so ein bisschen in den Genuss der ganzen Geschichte. Wirklich gut war natürlich, dass ich jetzt fast nach einer Stunde wieder einen kompletten Akku voll hatte. Das war echt nicht so schlecht. Ich guck mal, was die Bilder dann so sagen. Wie gesagt, mit der Exposure und so, da muss ich eigentlich noch ein bisschen rumspielen. Mal schauen, was ich euch da zusammengeschnitten kriege. Vielleicht hören wir uns dann nachher nochmal am PC wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Kommen wir zum ganz kurzen Fazit. Also ich möchte mich noch nicht komplett mit meiner Meinung festlegen. Dafür bin ich nur heute mit dem Teil geflogen. Ich habe es hier auch wieder in die Box gepackt, damit es sicher verstaut ist. Und es ist schon erstaunlich, diese Größe hier, was diese Größe leistet. Das muss man wirklich sagen. Also ich habe mir jetzt auch das Footage auf dem PC bzw. auf dem Mac angeguckt. Das sieht schon ganz gut aus und mit 2,7K kommt man schon ganz gut hin. Mit den Belichtungsgeschichten hier, locken oder nicht locken, da muss ich noch ein bisschen rumspielen. Aber ich denke mal, dass die Drohnensequenz unten am Rhein, die habe ich dann so ein bisschen unterbelichtet, doch ganz gut geworden ist. Es war schon verhältnismäßig dunkel, da war schon die Sonne war schon so gut wie weg gewesen, deshalb kann es durchaus sein, dass die ein bisschen gerauscht hat. Aber trotzdem hat die Drohne wirklich gut performt. Fliegen lässt sie sich hervorragend. Der Controller, muss ich sagen, ist ein bisschen Geschmackssache. Wenn ich ihn mal hier auch in der Hand habe, ne, das ist der Controller. Da würde ich mal sagen, im Vergleich zur Anafi, sind wir vielleicht, lässt er sich ein bisschen besser in der Hand halten. Und auch die, sagen wir speziell jetzt hier der Gimbal, der lässt sich bei der Anafi ein bisschen besser bedienen. Die Qualität der Anafi ist natürlich dementsprechend auch besser. Aber das ist eine andere Drohne, die auch im Moment so 150 Euro mehr kostet. Ich möchte mir da noch kein abschließendes Urteil erlauben. Ich möchte noch ein paar Flüge machen und ich werde mich sicherlich melden und einen kleinen Vergleich zwischen Anafi und Mavic Mini ziehen, wenn das auch nicht ganz fair ist. Allerdings sind die ja doch nicht so preislich weit auseinander entfernt. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Das Video ist eh schon ewig lang geworden, tut mir leid, aber ich denke mal, wen es interessiert, der guckt es auch bis zum Ende an, wer sich so ein Teil anschaffen möchte. Und ja, dann würde ich sagen, liken, abonnieren, das Übliche und sage Tschüss. Jetzt habe ich erstmal ein fettes Wochenende vor mir zum Arbeiten und dann werde ich hoffentlich nächste Woche wieder ein bisschen fliegen können. Ich werde euch auf jeden Fall, ich verspreche es euch, 2,7K Footage mal zur Verfügung stellen. Da werde ich mal schön ein bisschen fliegen und einen schönen Clip für euch zusammenstellen. Da würde ich sagen, das war's für heute. Macht's gut, haut rein und mit der kleinen Mini sage ich Tschüss.